Untotenjäger-Amulett. Was haben wir eigentlich bekommen? Wir können ja mal eben kurz reingucken. Moment mal, ist das ein Untotenjäger-Amulett? Oder ein sondern ein Untotenjäger-Amulett? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das haben wir, wir haben noch so ein Gift. Giftmissring, Ibiri. Giftresistenz. Das ist gut. Okay. Und den hätten wir gebraucht. Blutbissresistenz. Blubiri. Blugi, ja. Ich glaube, wir können ja mal den anziehen, statt dieses Milchrings. Ach, kriegen wir irgendwann auch mal mehr Finger oder so, dass wir mehr von denen tragen können? Ich meine, die Frage ist, wieso, wir haben mindestens 8 Finger, wo man regulär Ringe tragen kann. Der Daumen trägt keinen Finger? Nee, ich glaube, da braucht man spezielle Daumenringe. Ach so. Und dann, also sagen wir, also wir könnten mindestens 8 Ringe tragen, oder? Ich glaube, Bogenschützen tragen so Daumenringe, da können sie so die Sehne einhaken. Aber ist der Daumen nicht oben dicker als unten? Kriegt man den überhaupt? Deswegen weiß ich nicht. Oder wird der dann so heiß gemacht und dann drüber und wenn der abkühlt, dann zieht er sich jetzt oder zusammen? Oder man kann den so drehen, dass man den so leicht auf- und zudrehen kann. Wie, der wird enger, wenn du ihn drehst? Ja, vielleicht. Dann steckt man ihn so oben drüber und dann dreht man ihn zu. Sieht man das nicht oft am Flughafen? Du meinst Flughafen? Wie so eine Uhr, dass da so seitlich so ein Rädchen dran ist, dass man den enger zieht. Ja, aber das ist ja kein unbedingt. Sieht man das an Flughäfen? An Flughäfen, ja, wenn die sagen, bitte nehmen Sie Ihr Geschmeide ab. Hast du noch nie jemanden vor dir gehabt, in der Schlange, der dann so Gürtel, Handy und dann hat er so seinen Daumenring aufgedreht und dann klemmte das manchmal? Nein. Ja, die haben am Flughafen sogar die. Die haben seitlich so ein Rädchen und drehen den Ring. Und manchmal, die haben, weil das häufiger passiert, dass die dann, weil die so selten abgenommen werden und man duscht damit und so, dann werden die irgendwann rostig, dann kriegt man das nicht mehr gedreht. Und dann haben die am Flughafen so kleine Ölfiolen, wo die dann so raufträufeln. Doch, dann bin ich das. jetzt ist Bullshit, Nils. Nee. Ich glaub dir alles, was du sagst. Die Nummer mit den Zwillingen habe ich dir alles geglaubt, aber da nicht mehr. Da nicht mehr.